Benny Günzel, die da klare, versucht ihre Mannschaft da zu finden, zu ordnen. Und genau die versucht man hier aus dem Spiel zu nehmen, auf Dortmunder Seite. Und da gibt es die erste gelbe Karte jetzt. Aber wie man eben gesehen hat, durch diese schöne Passbewegung, war Schwerin in der Lage, die Dortmunder Deckung doch ins Wanken zu bringen, sodass sich die Lücken auftun. Das sollte auch das Mittel und das Konzept der ganzen Geschichte sein. Ja, Carina Schäfer war das. Ja, der dritte Ballverlust jetzt. Wer hat sich da verabschiedet? Eine Dortmunderin zu Boden gegangen. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, die legen die Beine hoch, wenn ich das richtig sehe. Legen die Beine hoch. Das ist das, was der Dortmunder Trainer gesagt hat, was er überhaupt nicht gebrauchen kann, nämlich eine Verletzung. Und wenn ich mir das Gesicht von Carina Schäfer ansehe, dann sieht das nicht gut aus. Scheint er was auf die Zähne bekommen zu haben. Hoffen wir jetzt einfach, dass es... Ja, Nase wahrscheinlich. Hoffen wir mal, dass es kein Nasenbeinbruch ist. Ah. Es läuft auf jeden Fall. Hoffen wir das Beste. Stiller Kramer mit den Torschützen zum 2:0. Das war jetzt der erste Angriff von Dortmund vorgetragen. Das 3:0, Kira Brandt. Ja, da war es zu sehen. Die Möglichkeit über eine gut gespielte Welle, über zwei, drei Stationen, kommt er natürlich dann eher zum Stande, dass die Spielerin auf der Rechtsaußenposition unheimlich frei ist. Und der Gegner, auch der Abwehrspieler, keine Möglichkeit hat mehr zum Eingreifen. Und da ist dann auch Susi Grimm natürlich machtlos. War die Lücke nicht da für Kerstin Felkel? Ja, Schwerin ist, denke ich mal, noch ein bisschen nervös. Ich denke mal, mit dem ersten Tor, dem ersten eigenen erzielten Tor, wird das sicherlich anders werden. Ja, Kerstin Felkel scheitert da an Magdalena Timitz. Und da ist wieder die Lücke. Und gestandene Spielerinnen von Dortmund nutzen sowas natürlich. Jetzt der Pfostentreffer von Susanna Bobatznikova. Und wieder der Treffer von außen. Hanna Wietz mit ihrer Messe. Ja, eine einfache Kreuzbewegung. Und Schwerin ist aufgeschmissen in der Abwehr. Da muss man kompakter sein, damit man diese Bälle dann auch dementsprechend mal ausblocken kann. Ich denke mal, fehlt die Routine und die Cleverness bei Schwerin. Hoffen wir mal, dass die Trainer das richtige Mittel finden, damit die Mädels dann irgendwann auch direkt dagegen halten können. Ja, es scheint auch das Mittel zu sein, was Dortmund hier angehen wollte. Pfosten. Schade, Pfosten. Tini Schröder mit dem Wurf an den Pfosten. Oh, das war ein klasse,
Trick, Pass, den hat sie noch. Und es geht weiter. Ja. Das war sozusagen knapp vor kurz. Aber sie hat ihn. Ja, das wird wohl die Maßgebung des Dortmunder Trainers gewesen sein, das Spiel hier möglichst früh entscheiden, um die Kräfte zu sparen für das wichtige Spiel morgen gegen TuS Weibern. Ja, aber auch mit unheimlich viel Tempo, Kai. Und wenn man sieht, wie schnell die Mädels da vorne arbeiten, in der ersten und zweiten Welle, ist Wahnsinn. Der Pass, den hat. Wollte Marie Kinscher mit einer Einzelaktion. Jetzt gibt es gelbe Karte gegen Hanna Wies. Zweite gelbe Karte für Borussia Dortmund in dieser Halbzeit. Fehlpass von Mandy Künzel. Sollte nach außen gehen. Und jetzt gibt es gelbe Karte gegen Antje Thormann. Und ein 7 Meter. Weiß nicht, ob ich sagen darf, aber die Situation habe ich anders bewerten wollen. Ich habe da keinen Foul gesehen. Eher den Ballverlust in der Wurfaktion von der Spielerin selber. Und das 0-6 durch die Nummer 6. Susanna. Hoher Kopf. Guter Kopf. Und war und Benni Künzel mit dem Einzelversuch und scheitert wieder. Und wieder der schnelle Konter der Dortmunder. Und Kira Brandes mit dem 7. Treffer für Borussia Dortmund. 0-7. Ja, Dortmund scheint einfach wacher zu sein, mehr im Spiel zu sein. Und auch da wieder die Lücke gefunden von Susanna Povasnikova. Team Timeout. Die Auszeit genommen von Trainer Andreas Bartlau und das ist schon fast ein bisschen spät. Ich habe gar nichts verstehen können, weil es auch da in der Situation unheimlich laut war. Aber ich denke mal, er wird so viel wie gesagt haben, besinnt euch auf eure Stärken. Geht nach Möglichkeit, wenn ihr es spielerisch nicht lösen könnt, auch mal eine 1-1-Situation. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil es ist klar, schon ein bisschen deprimierend, 0-9 zurückzuliegen. Man braucht jetzt ein Erfolgserlebnis, damit man weiß, man ist im Spiel angekommen. Carina Schäfer mit ihrem ersten Treffer in diesem Spiel. Und Marie Kinscher. Und jetzt 2 Minuten Zeitstrafe. Rottenabwurf gegen Carina Schäfer. Sie hatte schon gelb. Und jetzt in Überzahl vielleicht die Möglichkeit für Schwerin hier ein Spiel zu finden. Aber ich denke mal, auch dieses wird schwer sein.
bringt eine neue Rückraumspielerin mit der Nummer 20, sehr groß gewachsen. Annalena Tomlik. Das heißt, ich nehme an, es wird jetzt über die halblinke Position gehen, um ihre Körpergröße auszunutzen. Mit der guten Wurfkraft sollte das machbar sein. Und er hat gut aufgepasst mal und jetzt war der Konter für Schmarin. Kerstin Felkel. Und jetzt gibt es 7 Meter und die nächsten 2 Minuten. Es gibt aber 7 Meter. Aber auch da hat man gesehen, die links, 2 Minuten gegen ja, die Linksaußenspielerin hat die Möglichkeit mit ihrer Schnelligkeit Kerstin Felkel in der Bewegung nach vorne noch aufzuhalten, obwohl sie gute 10 bis 15 Meter mehr laufen muss. Unglaublich schnell, unheimlich agil, die Mädels von Dortmund. Und ich denke mal, das ist das, was es auch irgendwo gibt, was man unterbinden muss. So, Pendi Künzel jetzt mit dem 7 Meter für Schmarin. An den Pfosten, es ist ja verhext heute. Das war bestimmt der vierte Treffer. Ich glaube, der vierte Pfostentreffer mittlerweile. Die Nummer 6 wird jetzt von Tini Schröder kurz gedeckt. In der Unterzahl. Das ist ja doppelte Unterzahl, da lässt sie den Ball liegen. Und er kommt jetzt für Schmarin. Marie Kinscher. Da rennt sie nicht mehr dann. Und es, selbst Marie Kinscher, sonst so sicher im Abschluss, scheitert heute. Ja, die Torhüterin wartet unheimlich lange. Hat eine schnelle, kurze Reaktion. Da sieht man schon einen kleinen Klassenunterschied. Man hat so das Gefühl, sie antizipiert die Bälle und liegt ja natürlich mit ihrer Bewegung und mit ihrem Riecher natürlich goldrichtig. So, Susi Grimm. Und der Konter für Schmarin. Aber Susi Grimm mit dem Ball zu weit auf Kerstin Felkel. Aber schöne Parade von Susi. Muss man ja dazu sagen. Und auch sie brauchte jetzt mal hinten in ihrem Tor ein kleines Erfolgserlebnis. Das war, glaube ich, ihr zweiter Ball gehalten. Ist enorm wichtig, auch für den Torhüter reinzukommen in so ein Spiel. Dortmund lässt sich jetzt wahrscheinlich anstecken ein wenig. Ja, man hat das Gefühl, die Mädels haben ein wenig Angst. Angst, das erste Tor zu erzielen für sich selbst. Jetzt ist Dortmund auch wieder komplett. Jetzt wird es wieder umso schwerer. Jetzt! Und die Künste mit dem ersten Tor. Sie hören, was hier los ist. Das Spiel beginnt für Grün-Weiß-Schwerin nach 11,5 Minuten durch das Tor von Wendy Künste. 1:0. Und das sah so unheimlich einfach aus. Die Gegenspielerin eingeladen in der Finte, dann verladen. Und dann endlich auch ein ganz sicherer Abschluss. Du kannst weitergehen jetzt. Die Abwehr scheint sie auch gefunden zu haben. Auch bei Dortmund ist es mittlerweile, ach schade, eine Weile her, wo sie... Und das Tor für Dortmund erneut erzielt durch Kira Brandes. Aber jetzt ist Berlin vielleicht hier im Spiel angekommen. Jetzt sieht das auch ein wenig besser aus bei Schmarin. Das hat durchgespielt. Und das zweite Tor. Treffer. Der zweite Treffer. Durch Christine Schröder. 2:10. Schön, Susi Grimm. Sehr gute Parade. Stark reagiert. Sieht den Ball kaum. Taucht unheimlich schnell ab.